gemacht habt, ihr zusammen mit Müllers hier das Musikalische zu gestalten. Insgesamt 6 Lieder. Ich glaube, das ist Rekord. 6 Lieder. Das eine, erste haben wir schon gehabt. Und das haben wir jetzt gnadenlos einfach jetzt mal ausgenutzt, dass ihr ganz viel mit uns spielt und singt. Vielen lieben Dank. Die Losung oder der Wochenspruch ist: Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Das ist alles gesagt. Liebe üben, Gottes Wort halten. Ein sehr schönes Wort aus Micha 6, Vers 8. Und weil morgen Reformationstag ist, möchte ich es nicht missen, diesen schönen Vers, der da immer zugrunde liegt, aus 1. Korinther 3, Vers 11. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Das ist einfach der Grund, auf dem wir stehen. Ich bete mit uns. Lieber Vater, wir danken dir für den Sonntag, den du uns auch heute gönnst. Du hast diesen Tag geschaffen, dass wir ruhen und diesen Tag heiligen. Und wie kann man ihn besser beginnen als mit einem Gottesdienst? Ja, rede du durch deinen Knecht, durch deinen Boten, den du uns gesandt hast, durch den Sven. Und wir wollen ganz Ohr sein, unsere Herzen öffnen und auf deine Stimme hören. Vielen lieben Dank. So segne uns und alles, was hier in deinem Namen heute geschieht und auch an anderen Orten. Vielen lieben Dank. Gepriesen seist du durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Es fehlen ja 2, die sind leider krank kurzfristig, gell? Aber ihr habt das echt richtig gut hingekriegt mit der Hälfte der Mannschaft. Ja, jetzt kommen wir gleich zu der Vorstellung von Mission ohne Grenzen. Ankündigungen, wir haben Ferien, es ist ein Feiertag, es ist nicht mal Bibelgesprächskreis, es fallen eigentlich alle Kleingruppen mal aus, ne, so eine kreative Pause und dann danach legen wir wieder los. Ja, soweit. Und wer jetzt möchte, Kinderbetreuung, das ist da im Aquarium, sagen wir immer, weil man schaut hier so durch die Scheibe, ne? Schaut aus wie ein Aquarium und da könnt ihr Kinder auch spielen und ein bisschen rumrackern, Tür zumachen und alle sind froh. Ja, das war's schon. Lieber Sven, komm noch. Sind wir gespannt. Ja, du bist sehr groß, ne? Ja. Schau mal, was für ein Unterschied. Ja? Tja, kann auch nichts dafür. Ich auch nicht. Ja, wenn ihr die Präsentation mit der Missionsvorstellung macht. Ich habe mir gedacht, das Lied, was wir eben gesungen haben, diesen Chorus, das ist einer, mit dem ich im Glauben quasi groß geworden bin. Ich bin ja 87 Christ geworden. Ich weiß. Uns Leute entgegengekommen sind, die alles andere waren als Christen, die uns also auch bekämpft haben, die unseren Tisch umgeschmissen haben, die uns Gewalt angedroht haben, wo wir auch so ein bisschen okkulte Phänomene erlebt haben und wir das da entgegengesungen haben und das gespürt haben. Gott hat Macht und Herrlichkeit. Ja, das stimmt wirklich. Jetzt schaue ich mal, ob mir das gelungen ist, dass ich das anstelle. Vielleicht ganz kurz noch zu mir. Was habe ich in den letzten Jahren gemacht? Ich habe viel an euch gedacht, euch auch gesehen, dank der guten Kamera. Das ist schön. Habe dann immer so ein bisschen die Entwicklung auch gesehen. Also da hinten den tollen Tisch habe ich natürlich nicht sehen können, aber dass sich hier was verändert hat. Und heute war ich ganz begeistert, als ich gesehen habe, dass ihr den Eingang verlegt habt. Da muss irgendwas mit dem Grundstück passiert sein, ne? Habt ihr es zukaufen können oder so? Super, finde ich gut. Richtig toll. Ja, ich habe in der Zeit von Corona, wo ja nicht viel los war, habe ich noch normal studiert, einen Master in Psychologie gemacht und seitdem ist das immer so auf der einen Seite für die Mission, auf der anderen Seite arbeite ich als Personalberater und als Coach. Das gefällt mir auch sehr gut. Ich habe neben Top-Leuten, die ich da berate, eben auch ganz, ganz viele Leute, so Jugendliche, die Berufseinsteiger sind, auch Menschen mit schweren psychischen Störungen. Das ist eigentlich besonders schön, wenn man sieht, was man erreichen kann und wie man Leuten eine Chance geben kann. Und genau darum geht es hier eigentlich auch. Mission ohne Grenzen ist eine relativ alte Sache. Sie sehen hier das Jahr. Es war so,
Das hat angefangen nach dem Krieg in der Zeit, wo der eiserne Vorhang Europa getrennt hat. Eines Tages war ein Pastor aus diesem Bereich im Westen und er hat erzählt, dass er kaum was zur Verfügung hat, praktisch gar keine Mittel, noch nicht mal eine richtig vollständige Bibel. Könnt ihr euch das vorstellen? Wir haben zu Hause oft 3, 4, 5, 6 Bibeln, ich weiß gar nicht, wie viel ich zu Hause habe und in meinen Rechnern ja auch noch. Der hatte gar nichts, aber er hat gesagt, aus dem bisschen, was ich habe, was ich da predige, es kommen so viele Menschen zum Glauben. Helft uns doch, dass wir mehr haben. Wir sind ja hier im Hensoldshöhe Gemeinschaftsgeband, gehört zum Deutschen Diakonieverband. Und wir haben auch damals ein Werk gehabt, Willi Neureder, der mit so kleinen Motorbooten vor die albanische Küste gefahren ist. Und dann haben sie so Bibeln verpackt in Zellophanbeutel und dann über Bord geworfen. War ja streng verboten. Und die ganze Küste Albaniens ist bis heute, wenn man da mal langfährt, sind auch alles so diese kleinen runden Bunker, die stehen bis heute da. Die Leute nutzen das nicht mehr für die Küstenverteidigung, sondern zum Lagern von irgendwas. Guten Wein kann man da auch lagern, die sind kühl. Und da sind dann diese Bibeln angeschwemmt worden und die Leute haben das gelesen und dadurch sind Gemeinden entstanden. Und so ähnlich hat das Mission ohne Grenzen auch gemacht. Und zwar haben sie immer Hilfslieferungen rübergeschickt. Und in den LKWs war verbotenerweise in irgendwelchen Rohren, in irgendwelchen Verkleidungen dann eben auch Bibeln. Und so ist das entstanden. Als dann der eiserne Vorhang gefallen ist und die Grenzen sich geöffnet haben, hat man natürlich die Partnergemeinden besucht, die da auch entstanden sind, und hat gemerkt, dass es eine unglaublich große Not in allen Dingen. Eine geistliche Not, aber auch eine ganz praktische Not. Die Menschen dort, denen geht es nicht gut. Also wenn wir von der armen DDR gesprochen haben, nein, die waren super, super reich. Und das hat sich bis heute zum großen Teil nicht geändert. Vor allen Dingen Familien, vor allen Dingen Kinder erleben dort eine ganz große Armut und es fehlt oft an den ganz alltäglichen Sachen. Und Mission ohne Grenzen hat sich zum Ziel gesetzt, dort zu helfen, und zwar mit dem Evangelium und mit praktischen Sachen. Wir unterstützen die Gemeinden vor Ort, die am besten wissen. Also wir bilden in dem Fall mal keine Missionare aus, die die Sprache lernen, sondern wir haben ganz, ganz viele Gemeinden in den Ländern vor Ort und helfen, geben denen Supervisionen, unterstützen sie in allen Richtungen mit Geld, aber auch mit Know-how. Wir bilden Leute aus und unterstützen ihre Projekte. Mal gucken, ob das funktioniert. Hey, super. Mission ohne Grenzen ist ein deutscher Verein, in Marburg angesiedelt. Das muss ja schon gut sein, ne? Aber ist eigentlich ein weltweiter Verein. Also wir sind nur die kleine deutsche Sektion und manchmal staunen wir, was die zusammenbringen an Hilfe und wir als großes, reiche Land sind dann noch ein bisschen hinten dran. Ist es überkonfessionell? Wir arbeiten mit allen missionarischen Gemeinden vor Ort zusammen. Egal, ob das Methodisten, Baptisten, ob das Lutheraner sind, völlig egal. Wir sind Teil eines weltweiten Werkes und wir unterstützen zurzeit, 6 Länder stimmt schon gar nicht mehr, also Moldawien, Ukraine, Rumänien, Albanien, Bulgarien, Bosnien-Herzegowina. Wir sind dabei, gerade eine Drogenarbeit in Lettland aufzubauen. Wir haben uns da spezialisiert auf diese Länder, weil da relativ wenig andere Missionsgesellschaften sind, muss man sagen. Es hat mal so eine Konferenz gegeben, wo die Missionsgesellschaften sich überlegt haben, wo gehen wir hin, wo geht ihr hin, sodass man so ein bisschen das aufgeteilt hat. Und das sind somit die ärmsten Länder, die wir zurzeit haben, die im Moment vor ganz besonderen Herausforderungen sind. Vor ganz, ganz besonderen Herausforderungen. Also nur mal zum Moldawien. Oder Moldau, wie es auch genannt wird, ist ein Land, das, man weiß gar nicht genau, wie viele leben da eigentlich drin. Die UN sagt, es sind etwa 2,6 Millionen Menschen. Andere sagen, es könnten auch 4 Millionen sein, ob da die Flüchtlinge schon mitgezählt sind. Im September war die letzte Zählung von Ukraine-Kriegsflüchtlingen 600.000. Überlegt das mal, was das bedeutet für,
für eine Gesellschaft auch, die selbst arm ist. Und man nimmt aber an, dass es eigentlich jetzt so etwas über 1 Million sind, Flüchtlinge. Bei nicht mal 3 Millionen Einwohner. Könnt ihr euch das vorstellen? Und jetzt muss man noch etwas dazu sagen. Ich höre das immer wieder, wenn ich in Gemeinden Land auf Land ab bin, dass sie sagen, ja, das sind ja alles reiche Leute, die Ukrainer. Leute, die hierher kommen, die haben natürlich mehr Geld. Die konnten das Benzin zum Beispiel bis hierher bezahlen. Die haben vielleicht auch gute Autos, klar, brauchen trotzdem Not und Hilfe. Aber die Leute, die es nur noch Moldawien geschafft haben, das sind die Ärmsten der Armen. Die haben alles verloren. Das sind Leute aus dem Donbass, die gerade noch eine Tasche packen konnten, die vielleicht mit einem Treck wie bei uns nach dem Zweiten Weltkrieg oder die eine Busfahrkarte sich ergattern konnten, die leben dort teilweise in Zelten. Und jetzt kommt der Winter. Wir haben einen Brief bekommen von der moldawischen Präsidentin, die uns einmal gedankt hat für unsere Arbeit dort, weil wir sehr viel schon haben tun können. Aber sie hat auch gleichzeitig gebeten, vergesst uns nicht, auch nach 8 Monaten Krieg dort. Also das Land braucht eh Hilfe. Aber sie geben gerne. Und jetzt kommt etwas, was, glaube ich, ein Naturgesetz, ein geistliches Naturgesetz ist. Jesus hat ja mal gesagt, geben ist seliger, ne? Seliger denn nehmen. Und die Gemeinden, die dort helfen, die zu einem Licht geworden sind für die Menschen, einmal in ihrer ganz normalen Umgebung und auch für die vielen Flüchtlinge, die erleben, wir erleben, dass wir im Moment einen großen Zustrom haben, einmal bei den Leuten selbst, wir erleben, dass wir unheimlich viel Bekehrung erleben. Die Menschen haben ja alles verloren. Die sind auf sich selbst gefallen. Und jetzt die Frage, was ist eigentlich wichtig? Die ganzen Perspektiven, die wir haben, ne, baue ich mir ein neues Haus, wie soll das Schlafzimmer werden? Ach, mein Auto hat schon wieder 30.000 Kilometer, ich brauche ein neues. Also all das, was uns Wohlstandsmenschen unter Umständen so ein bisschen umtreibt, wo soll der nächste Urlaub hin sein? Das haben die nicht. Das sind die existenziellen Fragen. Und etwas, was wir überall im Moment sehen und berichtet hören, dass da Menschen sind, ich denke an eine Geschichte, dass uns jemand erzählt hat, eine junge Mutter, die auch aus dem Süden der Ukraine kam, geflohen ist mit ihrem Kind, hatte nichts, saß, ihr Mann ist irgendwo an der Front, sie weiß gar nicht, ob er noch lebt. Und sie saß dann quasi in einem Zelt in Moldawien und irgendwo ist alles in ihr zusammengebrochen. Was soll werden? Das Haus kaputt, alle. Was soll werden aus dem Land? Was ist, wenn wir den Krieg verlieren? Was wird überhaupt? Und wie soll ich mein Kind ernähren? Ich habe nichts, ne? Und wenn dann Hilfe kommt, dann ist das oft die letzte Rettung, bevor Menschen ganz aufgeben. Wir haben hier mal eine Folie, wo wir überhaupt sind und wo wir Partnergemeinden haben. Ukraine sind es immer noch sehr viel, auch wenn das sehr gefährlich geworden ist. Wir haben vor 2 Monaten 2 Mitarbeiter verloren durch einen Raketenangriff auf der Straße. Trotzdem liefern wir immer noch auch dorthin. Einer meiner Klassenbrüder, der Gottfried Löblein, du müsstest ihn kennen, ne? Der war ja in Thailand und ist jetzt auch bei uns in der Hauptzentrale, war jetzt für 2 Wochen in Bulgarien, hat dort nochmal versucht, Hilfe weiter zu organisieren. Ich werde auch demnächst nochmal wahrscheinlich nach Rumänien fliegen. Das sind so Punkte, wo wir mit den Leuten vor Ort versuchen zu schauen, wie kann Hilfe am besten organisiert werden. Das ist ja oft die Gefahr, ne? Dass man hier bei uns im Westen irgendwas überlegt, was brauchen die, ne? Die Menschen vor Ort, die Gemeinden vor Ort wissen das am besten, die zu unterstützen. Und ihr glaubt ja gar nicht, was dort im Moment im geistlichen Bereich passiert. Bei uns ist das ja sehr schwer oft, ne? Wenn man sagt, wie viele Menschen kommen in Gemeinden, wie ist es der Gottesdienstbesuch? Heute sagen wir, in unserem Land ist die Zahl der Nichtgläubigen, der ja, Atheisten und Agnostiker, die größte Konfession. Dort in diesen Zeiten größter Not, die den Menschen auferlegt ist. Da geschehen unglaubliche Wandel. Die Zielsetzung ist, wir möchten Menschen das Wort Gottes beibringen, wir möchten, dass sie Christus kennenlernen und wir möchten sie auch unterstützen.
Das ist ganz wichtig. Und der Punkt ist, dass wenn sie Hoffnung bekommen, dass sie überleben, das sind oft so ganz Kleinigkeiten. Ihr kennt das Weihnachten im Schuhkarton, wird hier vielleicht auch gemacht. Wir haben auch so eine Aktion, die ein bisschen größer ist, wo die Kartons auch größer sind, weil da ganze Familien unterstützt werden. Wir machen Patenschaftsprogramme für Familien, vor allen Dingen aber auch viel für Waisenkinder. Wir haben dort sehr, sehr viel Waisenkinder. Und die Waisenhäuser sind nicht so wie unsere Waisenhäuser. Und die sind schon nicht toll. Ich habe in meiner Beratung hier immer mal wieder Menschen, die keine Familie hatten und die ihr Leben lang mit so einem Päckchen rumtragen. Und das ist schon nicht leicht, aber dort ist das nochmal eine ganz andere Sache. Und wir bieten dafür Patenschaften an. Wir entsenden, wie gesagt, keine Mitarbeiter, außer für Schulungen, für Hilfen, also für den direkten Einsatz, aber wir bilden keine Missionare aus, weil wir gemerkt haben, dort sind die Gemeinden so erfolgreich, das würde gar nichts bringen. Und es ist viel besser, wenn wir die Menschen dort vor Ort unterstützen. Ja, was machen wir genau? Unsere Programme Kindernothilfe, Kinder aus armen Familien, Waisenkinder, Heimkinder, da sind die Patenschaften möglich, möchte ich euch gerne ans Herz legen. Das sind so ab 35 Euro im Monat kann man da Menschen wirklich stützen. Und wenn man sagt, ich kann das ja gar nicht überblicken, ob ich das kann. Wir haben bei uns das Versprechen, jede Patenschaft, wo jemand nicht mehr zahlen kann, die übernehmen wir erstmal wir und wir finden wieder neue. Aber wichtig ist, dass die Kinder tatsächlich kontinuierlich gestützt werden, weil Bildung ist einer der wesentlichsten Punkte, um diese Gesellschaften dort wieder nach vorne zu bringen. Dann Familiennothilfe, es ist wirklich so, ihr seht es ein bisschen an den Bildern, wenn man mal dort ist, dann sieht man einen unheimlichen Gegensatz. Auf der einen Seite sieht man vielleicht eine ganz moderne Waschmaschine, meistens irgendwie aus Südkorea, mit Display und allem. Und daneben eine große Kanne, wo das Wasser vom Dorfbrunnen geholt wird. Also all das ist da, ne? Im Moment, in weiten Teilen der Ukraine ist ja sowieso Wasserversorgung, Strom zum großen Teil zusammengebrochen. Wenn ihr euch mal die Satellitenbilder, ich habe da so ein bisschen Zugang zu relativ neuen Satellitenbildern von vielen Gebieten, die an der Kontaktlinie sind, so nennt man die Front heute, da ist kein Dach mehr ohne Einschlag. Da ist alles zerstört. Also die Menschen werden da so schnell auch nicht mehr zurückkommen können. Und das ist auch anders als einmal die Bauweise, die bei uns früher war nach dem Zweiten Weltkrieg. Als ich habe ja mal in Berlin gewohnt und da die Bilder von Berlin gesehen. Die haben die Steine freigeklopft und mit den Steinen wieder neu gebaut. Heutzutage baut man auch dort überall zum großen Teil mit Beton. Also diese großen Wohnsilos, die man dann im Fernsehen sieht, die dann von Raketen getroffen werden, die kann man nie wieder zusammenbauen. Die Schwierigkeit wird sein, das wegzuräumen, ähnlich wie in Syrien. Fortbildung und Förderung von Selbstständigkeit. Also wir wollen nicht, dass Menschen ihr Leben lang abhängig ist. Ich habe vor einiger Zeit ein Flüchtlingslager in Ramallah besucht, in der Nähe, das zweite Mal schon. Und dort sind Menschen, die seit 1948 quasi mit ihren Familien im Flüchtlingslager sind. Die leben nur von der UNO. Genau das wollen wir nicht. Die Menschen sind auch nicht zufrieden dadurch, sondern wir möchten, dass die Menschen eine Perspektive finden. Sie kriegen so Mikrokredite, wir helfen ihnen, schicken da immer wieder Instruktoren, zum Beispiel Leute, die einem sagen, wie kann ich eine kleine Landwirtschaft aufbauen, wie kann ich mich selbst versorgen, vielleicht auch irgendwann für uns hier interessant. Und dadurch wieder eine Perspektive fürs Leben zu bekommen, um ohne ständige Hilfe weiterzumachen. Das ist ein tolles Programm und wenn man mit den Leuten mal spricht, ist Wahnsinn, was das ausmacht, auch für das Selbstbewusstsein. Das sind ja dann nicht mehr nur Leute, die Hilfe empfangen, sondern wir versuchen das immer so, dass wir auf Augenhöhe sind. Ich finde das ganz schlecht, auch in meinen anderen Arbeiten, wenn man immer so von oben herab als Helfer kommt, sondern wir sind auf einer Ebene. Sie haben dort ihre Not, wir haben woanders unsere Not. Und so können wir uns helfen. Ja, wir bauen und bilden Gemeinschaftszentren. Wir versuchen, Gemeinschaft zu organisieren, weil das kennt man vielleicht, wenn Sie einen Verwandten haben im Pflegeheim. Da sind dann vielleicht 100 Leute im Pflegeheim und alle sind einsam, weil sie verlernt haben, Gemeinschaft aufzubauen, Kontakte, das, was die Soziologen
soziale Interaktionen nennen. Also einfach, dass man mal ins Nebenzimmer geht und sagt, hier, ich bin der und wollen wir nicht irgendwas zusammen machen. Das muss alles organisiert werden. Die Leute sind teilweise auch traumatisiert. Dann Suppenküchen, das ganz Normale. Ich meine, kennen wir gar nicht mehr sowas. Selbst die, die jetzt hier älter sind, kennen das nicht mehr. Aber sie kennen das noch aus Erzählungen von Großeltern und Eltern nach dem Krieg. Und vor allen Dingen geistliche Angebote. Bibelstunden. Ne? Die Menschen drängen sich darum, dort. Ja, Sommercamps sind ganz wichtig für die Kinder. Das muss organisiert werden, das kostet auch Geld. Das ist wichtig und auch dort wird der jungen Generation den Kindern schon etwas vermittelt. Durch Vorleben, durch Spaß, durch Freude, durch Gemeinschaft. Das sind so die ersten Prägungen. Das ist unglaublich wichtig. Ja, auch das. Guckt euch die Straßen an, das ist relativ typisch. Das ist eine relativ gute Straße dort. Gibt auch andere, ne? Aber das ist schon viel. Und das betrifft auch Rumänien, das betrifft, wenn man in Bulgarien mal ist, die Küste, so die Goldküste, wo wir als Touristen hinfahren, die ist ja schon verhältnismäßig gut. Aber geht mal ins Land weiter rein. Da fängt das so an. Auch Versorgung mit Hygieneartikeln, vor allen Dingen für Frauen, ganz großes Problem. Sterblichkeit bei Schwangerschaften, Infektionen bei jungen Mädchen. Mitten in Europa. Und das ist alles verschlimmert worden. Und darum ist der Grund, ich habe gesagt, es ist wichtig, dass ich noch vor Weihnachten hierher komme. Denn im Moment stehen wir vor einer richtigen humanitären Katastrophe in diesen Ländern. Also Moldawien ist da nicht die Ausnahme. Rumänien hat unglaublich viel aufgenommen. Wie gesagt, und dort kommen die Ärmsten der Flüchtlinge hin. Die Leute, die weiterkommen nach Deutschland, nach Frankreich, nach Schweden oder so, das sind die, denen geht es auch sehr, sehr schlecht. Die brauchen auch Hilfe. Aber die haben wenigstens die Möglichkeiten gehabt, so weit zu kommen. Die haben gar nichts mehr. Beschaffung von Brennmaterialien, Kleidung, Lebensmitteln. All das ist enorm wichtig geworden und es ist vor allen Dingen, die Zeit drängt unglaublich. Wir stehen jetzt in der Ukraine vor der Schlammperiode, vor der Rasputina. Die verlangsamt hoffentlich den Krieg, aber sie verlangsamt alles andere auch und erschwert alles. Wenn dann der Frost kommt, dann ist es für fast alle Länder dort relativ schwierig. Ja, wir machen diese Aktion Weihnachtsliebe, wo wir Pakete packen nach Anforderungen unserer Partner. Das kann sehr unterschiedlich sein. Hier sieht man nochmal, wohin fliehen die Menschen. Wie gesagt, das ist jetzt keine neue Karte mehr. Sie ist vom 7. September und schon da war sie nicht wirklich aktuell, weil es eine unglaubliche Dunkelziffer gibt. Und dann sieht man an so einem kleinen Land wie Moldawien, wie groß die Hilfe ist. Und ohne den Krieg haben die unsere Hilfe schon gebraucht. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Das ist das, warum wir im Moment durch Deutschland touren, Mission ohne Grenzen und nicht nur durch Deutschland, um das zu organisieren, dass das klappt. Weil wir glauben, das hat zum einen, geben wir ab von dem, was wir haben. Ich weiß, dass wir auch immer weniger haben. Aber es ist im Vergleich noch unglaublich viel mehr. Und ich glaube, es ist auch eine Riesenchance, um das Evangelium im Moment zu verbreiten. Das ist ja das, was Gott immer macht. In diesen schlimmen Zeiten nutzt Gott immer auch diese, um seinen Segen zu verbreiten. Das ist die offene Tür, die Chance, die wir haben. Wir verbinden uns dort mit neuen Gemeinden. Wir suchen auch immer wieder neue Gemeinden. Das ist so eine Möglichkeit, wie man helfen kann. Ich habe draußen so einen kleinen Infotisch. Man kann mit wenig unglaublich viel schon tun. Wir haben eine Webseite, wo Sie sich informieren können.
Ja, das soweit. Wichtig ist, eins zu wissen, was wir in diesem Chorus gesungen haben. Wir vertrauen unserem Gott und er hat Macht und Herrlichkeit. Ich weiß nicht, ob es vielleicht zu spontan ist, wenn ihr nochmal vor der Predigt ein Lied mit uns singt, dass wir unserem Gott nochmal anbeten und uns sammeln davor. Ist das möglich? Oder super, zwei. Das ist noch besser. Okay, vielen Dank. Wir beten noch am Anfang. Lieber Herr, hab Dank, dass du unser Gott bist, dass du groß bist, dass du Macht und Herrlichkeit hast und dass du uns ansiehst, so wie wir sind, und dass du Gedanken des Segens und der Liebe und des Friedens für uns hast. Amen. Ich habe den Predigttext. Das ist, wer mich kennt, weiß, dass das einer meiner Lieblingstexte ist. Ich liebe ihn. Und ich entdecke immer wieder neue Dinge darin. Es ist eine der Geschichten, die am Ende des Johannesevangeliums stehen. Die Jünger haben unglaublich viel mit Jesus erlebt. Sie haben erlebt, wie sie mit ihm wahrscheinlich 3 Jahre zusammen waren, Heilung erlebt haben, Machtzeichen erlebt haben. Sie haben aber auch Niederlagen erlebt. Sie haben die Kreuzigung erlebt und die Auferstehung. Und neben diesem ganzen großartigen Ding, wo man sagt, Mensch, das müsste doch alles verändert haben, sind sie doch so geblieben, wie sie eigentlich immer waren. Und so ist diese Geschichte hier in Johannes 21 eine der Geschichten, wo sie sich mal wieder getroffen haben. Eigentlich eine sehr banale Geschichte. Wir hätten ja gedacht, dass die Jünger vielleicht total geistlich sind, dass sie jetzt die ganze Zeit Bibelstunden haben und Gebetskreise haben. Aber als Jesus weggegangen ist, da war das im Grunde genommen ein großes Loch. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du das, wir haben in Tabor immer Evangelisationen gehabt. Und ich weiß, so diese eine Woche, wo wir alles gegeben haben, das war so toll. Man kam mit Adrenalin und einer geistlichen Power nach Hause. Und dann kam so ein, nach diesem Höhenflug, ein so richtig, ein Abflug. Wenn ich das heute von, ich begleite immer noch gelegentlich junge Pastoren, die erzählen dann, dass sie in ähnlichen Situationen dann manchmal, was ich nur noch 2 Tage Xbox spielen, also irgendwas total Banales machen. Ich glaube, das muss vielleicht auch so sein. Und so war es hier auch so, dass die Jünger, ja, die konnten irgendwie nichts mehr mit sich anfangen, sind in ihren Alltag wieder hineingekommen und haben gesagt, gehen wir halt fischen. Und so haben sie ihr Boot rausgefahren, haben die Netze ausgeworfen und haben wieder eine ganz große Enttäuschung erlebt, schon wie so oft. Sie haben nichts gefangen. Nun muss man dazu sagen, wenn wir heute als Fischer nichts gefangen haben, ja, dann geht mal zum Supermarkt, ne? Und kauft da was. Wenn man ganz geschickt ist, kann man es der Ehefrau vielleicht noch sagen, schau mal, Schatzi, was ich hier gekriegt habe, ne? Super Fang, ja. Aber damals war es so, wenn die nach Hause gekommen sind, hatten nichts gefangen, dann war der Kühlschrank, den es ja noch nicht gab, leer. Dann haben die Kinder große Augen gehabt und mussten hungern. So war das damals eben. Und so war das wieder, dass sie eine ganze Nacht über dort hart gearbeitet hatten, nichts gefangen haben und waren frustriert. Und plötzlich rudern sie und sie rudern wieder aufs Ufer zurück und plötzlich sehen sie, dass da jemand ist, der so ein Kohlenfeuer aufbaut. Und sie merken, das riecht auch schon ganz gut, da brät der irgendwas und plötzlich merkt jemand, das ist Jesus, das ist der Herr. Und er lädt sie ein. Später sehen wir, wie sie miteinander frühstücken, wie er sie versorgt, wie Gott uns versorgt, ja. Und dann sitzen Petrus und Jesus zusammen. Als sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber, als diese mich haben? Und er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Lämmer.
spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Und er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da spricht Jesus ihm: Weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Jetzt kommt ein Satz, der uns vielleicht gar nicht so schmeckt. Wir werden ja alle ein bisschen älter. Ich merke es jeden Morgen, wenn ich aufstehe, wie lange ich brauche, um die Knochen wieder zu sammeln. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Das sagte er aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Und als er das gesagt hatte, spricht er zu ihm: Folge mir nach. Wir leben in einer Gesellschaft, die bewusst das Starke fördert, die bewusst, wir reden zwar von Inklusion, ja klar, aber eigentlich wollen wir keine Helden im Rollstuhl. Gab mal so eine Krimisendung, ne? Der Chef, der war im Rollstuhl, aber der hatte, war auch wieder ein ganz starker, toller Typ. Aber in der Regel suchen wir das Starke, das Erfolgreiche, das Junge. Denn das Junge hat ja noch Hoffnung. Das Alte hat hier kaum noch Perspektive. Ich telefoniere jeden Sonntag, also auch heute, um 17 Uhr mit meinem Vater. Meistens telefonieren wir eine halbe Stunde, manchmal eine Stunde. Er wohnt in Hamburg. Und wir reden über unser gemeinsames Leben, über das, was er danach gelebt hat. Ich lasse ihn auch viel erzählen. Und ich weiß noch, am Anfang, so vor 20 Jahren, da habe ich mir immer insgeheim gedacht, das ist ja schrecklich, der hat ja gar keine Perspektive mehr. Weil ich von meinem Naturell immer so ein Machertyp war. Ich wollte immer, es muss immer vorwärts gehen. Niemals zurück, immer vorwärts. Aber er ist jetzt 84 Jahre. Was soll da noch vorwärts gehen? Welche Perspektive hat man denn in einem bestimmten Alter noch? Ich kann es bei mir jetzt sagen. Ich habe vielleicht noch 20, wenn ich so alt bin wie mein Vater, 25 gute Jahre. Ob ich so alt werde wie mein Opa mit 97, der Stalingrad überlebt hat, weiß ich nicht. Vielleicht war das ein besonderes Geschenk an eine Generation, dass sie mehr bekommen haben. Heute Morgen habe ich gehört, dass irgendein Sachverständiger gesagt hat, in 5 Jahren bricht das Rentensystem zusammen. Ja, blöd für mich gelaufen. Irgendwann, ne? Ich bin ja nun gerade diese Babyboomer-Generation. Also welche Perspektiven haben wir eigentlich? Damals ist Simon Petrus sehr jung. Wir wissen, er ist verheiratet gewesen, aber vielleicht war er so alt wie Jesus, vielleicht plus minus 5 Jahre, also immer noch sehr, sehr jung. Und jetzt sagt er, er ist cholerisch, im Vollbesitz seiner Kräfte, will auch noch vorwärts gehen. Und jetzt sagt ihm Jesus etwas, was eigentlich ganz komisch ist, ne? Und das keiner hören will. Wenn du alt bist, ein anderer wird dich gürten, wird dich irgendwo hinführen, wo du nicht hin willst. Du wirst deine Hände ausstrecken. Du brauchst Führung und Hilfe. Bist nicht mehr unabhängig. Jesus spannt den Bogen des Lebens von einem ganz, ganz jungen Menschen, der voller Kraft und Vitalität steckt, zu dem, der gar nichts mehr kann, der nur noch hilfebedürftig ist. Hilfebedürftig sein ist ja nicht so schlimm. Ich bin übrigens zweifacher Opa in der Zeit geworden. Gestern war eine meiner Enkelin da, die Lena Sophie, ist gerade mal jetzt 3 Monate alt. Und ich muss mich immer wieder wundern, wie begeistert die Eltern bei kleinen Kindern sind. Denn was tun die denn für die Eltern? Die kleine Lena Sophie kocht nicht morgens den Kaffee. Kann man schreien und zetern, macht sie nicht, das Ding. Sie wäscht nicht ab, putzt die Wohnung nicht. Im Grunde genommen macht sie nichts weiter, außer gelegentlich schreien. Sie ist sehr leise für ein Kind.
dann macht sie in ihre Windeln und will was zu essen haben. Und wir sind begeistert, wenn sie nach einem kleinen Ring greift, sie entdeckt die Welt, lacht jetzt so ein bisschen, so ganz bisschen entdeckt sie was, ne? Aber sie ist ja völlig hilflos. Irgendwann wird jeder von uns vielleicht auch so wieder enden. Und dann sagt keiner, ach, bist du aber süß. Da ist dann keiner mehr da. Und da sagt Jesus in dieser Situation, ich will ihm anzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen wird. Ich weiß ganz genau, wie mein Glaubensleben angefangen hat, Jugendevangelisation, was wir alles gemacht haben und immer vorwärts, mit uns beginnt das Reich Gottes. Weißt du, hast du wahrscheinlich auch gedacht, als wir in Tabor waren, ne? Jetzt geht's los, wir kommen. Vor kurzem hatte ich ein Zoom-Klassentreffen, also über Computer mit meinen alten Klassenbrüdern, Matthias Frey, der inzwischen Taberhausvater ist und so. Und wir sehen ja alle nicht mehr so aus wie auf dem Eingangsfoto. Ich weiß auch nicht, ne, was da passiert ist. Alle zu heiß gewaschen und dann in den Trockner gekommen und nochmal eingelaufen. So. Ja. Mit welchem Tod werden wir Gott preisen? Wie werden wir überhaupt mit unserem Leben preisen? Sind wir jetzt noch was wert? Wie ist denn das eigentlich? Und auf diese Frage gibt uns dieser Text eine Antwort. Als Jesus neben Petrus sitzt, da sind sie das erste Mal seit langem wieder sehr nah beieinander. In einem Zwiegespräch, ohne dass viele andere Leute jetzt dabei sind. Vielleicht sind sie sogar ein bisschen abgesondert. Vielleicht sitzen sie ein bisschen abgesondert von den anderen Jüngern gerade. Und ich kann mir vorstellen, dass dieses Gespräch für Petrus ein sehr unangenehmes war. Denn jetzt zum ersten Mal hat Jesus Gelegenheit, mit ihm über das zu sprechen, was passiert ist. Was war denn passiert? Herr, wenn alle dich verlassen, ich nicht. Und dann? Na gut, er hat noch bei der Gefangennahme das Schwert gezogen. Jesus hat dann auch gesagt, das ist schon wieder falsch. Steck's ein. Hat dann noch ein kleines Heilungswunder an dem Knecht Malchus gemacht, das Ohr wieder dran gemacht. Petrus ist noch mit in den Vorhof des Hohepriesters gekommen und da verließen sie ihn dann. Als so eine junge kleine Magd dann kam und sagte, naja, irgendwie, du sprichst so komisch, ne? So dieser fränkische Dialekt, verrät dich, ne? Du bist doch auch einer von diesen Galiläern. Nein, nein. Man merkt die Angst plötzlich bei ihm. Die Angst, dieses ganz Kreatürliche, da ist dieses, mir könnte was passieren. Diese Zukunftsangst, die Angst vor dem Schmerz. Denn er sieht ja, was sie gerade mit Jesus machen. Und als Jesus ihn hier dreimal fragt, da fällt ihm ein, dass Jesus ihm gesagt hat, nachdem er gesagt, wenn alle dich verraten, ich nicht, ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und genauso ist es passiert. Und in dem Moment, schreibt die Schrift, als er ihn das dritte Mal verleugnet hat, wird Jesus über den Hof geführt und ihre Augen treffen sich noch einmal. Und spätestens da ist das Herz von Petrus gebrochen, weil er weiß, ich habe versagt. Ich habe versagt in allen Dingen. Ich habe versagt an so vielen Stellen. Ich habe mir immer so viel vorgenommen und habe es nicht geschafft. Ich wollte stark sein und war dann doch schwach. Ich habe den Mund zu voll genommen. Ich habe oft Jesus völlig missverstanden. Ne? Was heißt, hier wollen wir die Hütten bauen? Oder wo Jesus erzählt, dass er am Kreuz sterben muss. Nein, das passiert nur nicht. Und wo Jesus ihn Satan nennt, denn du willst nicht, was göttlich ist. Er hat ihn immer wieder missverstanden. Sein treuer Jünger Petrus hat so viel missverstanden. Ist gescheitert, war nicht brauchbar. Und ich glaube, wie gesagt,
In dieser Situation, als Jesus ihn das dreimal fragt, wird ihm das alles bewusst. An dieser Stelle wird mir aber auch was bewusst, dass ich wie Petrus bin. Ich glaube, deswegen ist es auch da geschrieben. Kleiner Exkurs. Es wird ja häufig von modernen Theologen, also modern sind die gar nicht, gesagt, dass das die Bibel ein Machwerk zur Propaganda ist, von irgendwelchen Redaktoren zusammengeschrieben, um die Leute so auf so eine Verkaufsschiene zu bringen. Könnte sein. Es gibt viele christliche Schriften, die sind so geschrieben. So über Hudson Taylor, William Booth. Ne? 9 Stunden vor dem Aufstehen betete William Booth, dann 8 Stunden las er die Bibel, dann predigte er 12 Stunden und Moment, wie viele Stunden hat der Tag? Das gibt es von allen. Ne? Also William Booth selbst war ein sehr demütiger Mann, er hätte sowas nicht von sich gesagt. Aber das wird oft gemacht so, eine Propaganda, das lesen dann junge Bibelschüler und sind total begeistert, bis sie merken, das kann ich gar nicht. Die Bibel macht das nicht. Gott hat in seinem Wort eine Klarheit und Wahrheit, die ist eigentlich unglaublich. Wenn es wahr wäre, was andere so sagen, dass da Redaktoren doch gewesen wären, dass es ein Propagandawerk ist, dann hätte ich doch sowas wie hier rausgestrichen. Dann hätte ich aus einem Petrus einen starken Petrus gemacht, einen Fels, der nie zweifelt. Ich habe das mal in einem Film gesehen über Hudson Taylor und da hieß es dann, und er zweifelte nie. Ja, echt? Kind tot? Lebensträume zerschlagen, kein Zweifel, kein Kummer, keine Trauer, echt? Ich weiß nicht, wie es euch geht, bei mir ist es anders. Und bei Petrus war es auch anders und das ist das Evangelium mit da dran, dass Gott diesen Petrus, der so gescheitert ist, so verraten ist, so verleugnet, ihn so missverstanden hat, dass er sagt, weide meine Schafe, weide meine Lämmer. Es ist nicht nur so, dass Jesus sagt, naja, Petrus, okay, Schwamm drüber, du bist halt der Loser, kannst halt nicht aus deiner Haut, ja. Bist halt so eine schwache Kreatur. Aber eins ist ja klar, in der Gemeinde kannst du jetzt nichts mehr machen, ne? Kann man sich auch überlegen, wie wir mit Menschen umgehen, die mal gefallen sind. In der Gemeinde gibt es ja auch. Er lässt ihn noch nicht zur Kreuze kriechen, ne? So Petrus, jetzt gib's doch mal zu, sag doch mal, was du alles falsch gemacht hast. Manche Eltern erkennen sich da drin. Das sind Kind sagen, du, nun sag doch noch mal, ne? Sag, was du falsch gemacht hast. Ich habe den Eindruck, du weißt das gar nicht. Das demütigt das Kind natürlich nur noch mehr. Ich kann mir gut vorstellen, dass Petrus genau davor Angst hatte, dass er das noch mal aussprechen muss. Jesus stellt ihm eine ganz andere Frage. Er stellt nicht die Frage, warum hast du das gemacht? Das kann ich auch gar nicht mehr ändern. Und ich glaube, dass Petrus sich wahrscheinlich hunderte von Malen selbst die Vorwürfe dazu gemacht hat, die ihn zerfressen haben. Deswegen hat er wahrscheinlich auch Angst gehabt, Jesus jetzt zu begegnen. Jesus stellt ihm eine ganz andere Frage, hast du mich lieb? Und da verstehen wir, was eigentlich Glaube und Beziehung mit Jesus ist. Die meisten Leute, auch so wie wir es oft anderen vermitteln, auch unseren Kindern, ist, befolge die Gebote, du darfst nicht lügen, du darfst jenes, nicht das, 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 das. Und wenn du all das gemacht hast, dann, aber das kann ich als Erkenntnis aus meinem religionswissenschaftlichen Studium sagen, das ist Religion. Das ist sicherlich hilfreich für manche Sachen. Aber es hat nichts damit zu tun, was Jesus uns anbietet. Liebe. Dass er an diesen Petrus glaubt, ihm vertraut, obwohl er alles weiß. Ja, Herr, du weißt alle Dinge. Und vermutlich wird Jesus auch jetzt schon wissen, dass Petrus auch weiterhin immer wieder scheitert. Dass Petrus irgendwann vom Heiligen Geist genötigt werden muss. Da eine Apostelgeschichte auf dem Dach, wo er sagt, ist das? Und er immer sagt, nein, das Gesetz verbietet das. Bis ihm klar wird, Moment, ich soll das essen. Und ach ja, das Evangelium ist ja auch für die Nichtchristen, für die Nichtjuden, für die Heiden.
Oder später eine Stelle, die unglaublich peinlich ist, könnte man denken. Als Paulus berichtet, dass er in einer Gemeinde war und in dieser Gemeinde auch Petrus war. Da waren dann Leute aus Jerusalem, total religiöse Typen, so die genau sagen konnten, wo es lang geht, was man zu tun hat und was man zu lassen hat. Und Petrus ist richtig eingeknickt vor ihnen und hat eigentlich die Freiheit des Glaubens verraten. Und Paulus musste ihn ermahnen. Das steht in der Bibel drin. Die peinlichen Seiten seiner Leute sind Gott nicht peinlich. Sondern damit zeigt er uns doch, du kannst so einer sein und ich gebe dir wieder eine Chance. Du kannst einer sein, der gescheitert ist. Du kannst deine Zweifel haben. Du kannst auch mal völlig vom Weg abgekommen sein. Du kannst mich sogar verleugnet und verraten haben. Aber es gibt einen Weg zurück für dich. Das Zauberwort, das Eigentliche unserer Beziehung ist Liebe. Gott liebt uns. Manchmal denkt man sich, ja, dass er mich liebt, ist klar, aber den? Ja, den auch. Und aus Liebe folgen die Taten. Aus Liebe zu Gott möchte ich seinen Willen erfüllen, seine Gebote. Nicht umgekehrt, dass ich die Gebote erfülle und dann bin ich ein guter Christ. Und ich glaube, so ist es auch hier bei dem, was wir an den bemerkenswerten Christen da, zum Beispiel in Bulgarien oder Moldawien oder Rumänien erleben. Die haben nichts, die haben echt nichts. Aber die geben so gerne. Warum? Weil sie erleben ja eben nicht so dieses, ich habe da ein Brot und das schneide ich in Stücke, gebe alles weg und dann habe ich noch 5 andere da. Das erlebt ihr nicht. Die hungern teilweise dann auch. Aber sie können es nicht aushalten, dass andere leiden, weil sie lieben. Das ist das, was uns die Apostelgeschichte mal beschrieben hat. Ich habe das bei vielen Theologen immer wieder nachgelesen und habe ja auch mal in Erlangen so ein paar Kurse belegt. Ich musste immer sagen, die haben es gar nicht erfasst. Die haben das immer so als Urkommunismus, ne, als die Gemeinde dann geteilt hat und sie verteilten alle Güter untereinander. Der Punkt war, sie konnten es nicht aushalten, dass Leute in ihrer Mitte leiden. Das ist die Frage an uns immer wieder, ne? Gott zu lieben und den Nächsten wie dich selbst. Gottes Umgang mit gescheiterten Menschen, das macht auch total frei, weil ich jetzt nicht mehr denen vorspielen muss, allen anderen, die nicht gescheitert sind. Muss nicht mehr den Held spielen. Manchmal bin ich einer. Meistens nicht. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich predige unglaublich gerne über diesen Text. Es ist einer meiner Lieblingstexte, weil ich mich in diesem Petrus wiederfinde. Nicht in dem tollen Führer, der Apostel, in dem Fels, sondern in dem, der gescheitert ist und der geliebt ist von Jesus und der ihn zurücklieben darf. Was Jesus von mir möchte, ist meine Liebe. Das wünscht er sich auch von dir. Amen. Nada je kad mogu posijati svoja polja. Speranța este spre miez cu o haină caldă. Speranța pentru mine înseamnă tabăra de vară pe care abia o aștept. Speranța înseamnă să ai haine curate. Speranța este să învăț o profesie. Nada e kad mogu kupiti lekove. Большая тоже надежда, когда кто-нибудь посещает в одиночестве. Надія – це коли діти нагодовані і їм тепло.
Speranța înseamnă igienă bună. Pachetele cu alimente pentru mine sunt o speranță. Speranța e o educație bună. Speranța este ajutor în timp de carantină. Speranța este când văd copiii hrăniți și bucuroși. Și presa ar da șurii. Speranța este să știu că Dumnezeu mă iubește. Speranța înseamnă lecțiile biblice prin corespondență primite de la MVB. Shpresa është dashuria e Perëndis. Shpresa është besim. Speranța pentru mine este Dumnezeu. Speranța e să știu că Iisus mă iubește. Und so segne euch dieser allmächtige Gott, der uns liebt, der seinen Sohn für uns gegeben hat, der alle Macht hat, der unser Leben durchträgt bis zum Ende und bis in Ewigkeit. So sei gesegnet durch Jesus Christus, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Amen. Einen gesegneten Sonntag.